Guten Morgen. Dann waren wir mal stehen geblieben. Wir sprachen über Skalarprodukte und Skalarprodukträume. Das war so der allgemeine Kontext. Und das, was wir zuletzt angefangen hatten zu diskutieren, war die Frage, welche Matrizen man verwenden kann, um Skalarprodukte zu definieren. Wenn man so eine Definition machen will, Skalarprodukt von x mit y ist gleich x mal a mal y. Wobei A eine Matrix ist. Die Frage ist, für welche Matrizen funktioniert das? Damit das funktioniert und da ein Skalarprodukt rauskommt, müssen drei Dinge erfüllt sein, die wir schon mehrfach genannt haben. Ich nenne sie nochmal. Erstens, das Skalarprodukt muss linear sein in jedem der beiden Argumente, wenn man das andere festhält. Also es muss linear in x sein für festgehaltenes y zum Beispiel. Und das ist keine Einschränkung an die Matrix A. Das ist für jede Matrix erfüllt. Das ist kein Problem. Zweitens muss das Skalarprodukt symmetrisch sein in den beiden Argumenten. Und das erzwingt für die Matrix symmetrisch ist, in dem Sinn, dass sie gleich ist mit ihrer transponierten. Und naja gut, das ist eine relativ einfache Bedingung. Symmetrisch muss sie dann sein entlang der Hauptdiagonalen, die Einträge von A. Und das dritte war dann das Problematische. Es muss für ein Skalarprodukt auch noch erfüllt sein, dass ein Skalarprodukt von einem Vektor mit sich selbst immer nicht negativ ist und genau dann 0, wenn der Vektor der Nullvektor ist. Und naja, das übersetzt sich unmittelbar in eine bestimmte Bedingung an die Matrix. Denn was wir brauchen ist für alle, also dass der Nullvektor mit sich selbst multipliziert die Nullzahl ergibt. Das ist auch wieder für jede Matrix gegeben. Brauchen wir also jetzt nicht weiter zu betrachten. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass für alle anderen Vektoren das Skalarprodukt von x mit sich selbst, also x mal a mal x, positiv ist. Und naja, das ist halt für manche Matrizen der Fall und für andere ist es nicht der Fall. Und für die das der Fall ist, die nennen wir positiv definit. Also a ist positiv definit, falls erstens wir definieren es nur für symmetrische Matrizen, weil wir brauchen es nur für symmetrische Matrizen. Und das zweite ist dann das, also falls 1 und 2. Und wir haben dann an Beispielen gesehen, positiv Definitheit, ja, also eine Möglichkeit, es direkt mit der Definition zu zeigen, wäre, ich setze mal einen beliebigen Vektor ein, rechts und links. Dann rechne ich das aus und dann kriege ich einen polynomiellen Ausdruck in den Koordinaten von x. Und dann kann ich den so lange irgendwie rumrechnen damit, bis dass der als Summe von Quadraten geschrieben ist. Und wenn mir das gelingt, dann okay. Aber wenn mir das nicht gelingt, dann weiß ich natürlich nicht, bin ich einfach zu blöd und sehe nicht, wie es geht. Oder ist die Matrix nicht positiv definiert? Und das ist als Vorgehensweise ein bisschen unzuverlässig. Und unser Ziel für heute ist deshalb, einen Satz zu beweisen, der uns mehrere Kriterien gibt, die äquivalent sind zur positiv Definiertheit einer Matrix und von denen man einige dann auch zum rechnerischen Überprüfen ohne große Schwierigkeiten verwenden kann. Und bevor wir zu diesem Satz kommen, zeigen wir erst noch einen anderen Satz, weil wir den dann brauchen im Beweis von dem anderen. Das ist der Satz Nummer 99, den ich das letzte Mal auch schon gezeigt habe und der auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick sehr verblüffend wirkt. Er sagt nämlich etwas über Diagonalisierbarkeit aus und Diagonalisierbarkeit. Sie erinnern sich, da hatten wir einen Satz, der Diagonalisierbarkeit charakterisierte. Und ja, das waren alles ziemlich schwierige oder rechenintensive Dinge, wenn man das überprüfen wollte, ob eine
bestimmte Matrix diagonalisierbar ist. Und dieser Satz sagt jetzt, wenn die Matrix eine Matrix über R ist und symmetrisch, das sind zwei Dinge, die man sehr leicht überprüfen kann, das sieht man durch Hinschauen, dann ist sie diagonalisierbar. Und weitere Voraussetzungen braucht man nicht. Also das ist sehr cool, aber eben nicht ganz offensichtlich. Und schauen wir uns an, warum das so ist. Und um das zu zeigen, überlege ich mir zuerst einmal das charakteristische Polynom von A, sei Pi, das ist ja ein Polynom mit reellen Koeffizienten. Das charakteristische Polynom von A. Und ich zeige jetzt zuerst, also wenn ich das komplett faktorisiere, dann würde man zunächst erwarten, wenn es ein beliebiges Polynom ist, dass das irreduzible Faktoren vom Grad 1 oder vom Grad 2 haben kann, weil alle irreduziblen Polynome über R haben Grad 1 oder Grad 2. Und was ich jetzt als erstes zeigen möchte, ist, dass in der Faktorisierung von Chi keine irreduziblen Faktoren vom Grad 2 vorkommen, sondern dass die alle Grad 1 haben. Und das heißt, anders gesagt, bedeutet das, dass alle, ja, dass Chi keine komplexen Nullstellen hat, also keine Nullstellen in C mit einem Imaginärteil, der von 0 verschieden ist, sondern dass alle komplexen Nullstellen automatisch schon reell sind. Also wir zeigen zunächst, also schreiben wir zuerst mal die erste Variante hin, die Faktorisierung aller irreduziblen Faktoren von Chi haben Grad 1. Und das ist äquivalent zu dem, dass es das zweite, was ich auch schon gerade gesagt habe, dass es nämlich keine komplexen Nullstellen gibt. Jede Nullstelle Lambda in C von Chi. Also Chi ist zwar ein reelles Polynom, aber ich kann es ja auch als komplexes Polynom auffassen. So ähnlich wie wir das gemacht haben, als wir nachgerechnet haben, dass alle irreduziblen Polynome über R höchstens in Grad 2 haben können. Haben wir auch kurz temporär. Jetzt sind wir ins Komplexe gegangen. Dort hatten wir den Fundamentalsatz der Algebra und der hat uns dann da geholfen. Okay, und den verwende ich dann jetzt wieder, denn genau, denn alle irreduziblen Faktoren über C, die sind natürlich vom Grad 1 und deshalb genügt es, die komplexen Nullstellen anzuschauen. Wenn die alle reell sind, naja, dann sind alle diese Faktoren in Wirklichkeit welche, die reelle Koeffizienten haben, nämlich die haben alle die Form x minus Lambda. Und wenn die Lambdas in R sind, dann ist es halt eine Faktorisierung über R. Also jede Nullstelle Lambda von Chi ist ein Element von R. Also das heißt, Imaginärteil von Lambda ist 0. Sei also Lambda eine komplexe Nullstelle, nicht in Q, in C, eine Nullstelle von Chi, dann bedeutet das natürlich, dass es ein Eigenwert von der Matrix A ist, weil Chi ist ja das charakteristische Polynom von A. Also ein Eigenwert von A. Und wenn es ein Eigenwert von A ist, dann gibt es auch einen Eigenvektor. Dann nehmen wir auch einen solchen her. Und es sei V. Ja,
Der ist jetzt aber eventuell auch komplex. Das können wir jetzt nicht annehmen, dass der reelle Einträge hat, weil obwohl die Matrix A reelle Einträge hat, aber für das Lambda wollen wir ja gerade erst noch zeigen, dass es reell ist. Wenn das Lambda in C ist, dann müssten wir an, ja, dann sollten wir vorsichtshalber auch annehmen, dass das V Einträge in C hat. Also sei V in C hoch N. Naja, aber den Nullvektor wollen wir natürlich nicht haben, sondern einen richtigen Eigenvektor. Ein Eigenvektor von A zu Lambda. Und dann kann ich das Lambda in Realteil und Imaginärteil aufspalten. Sein A und B in R, so dass Lambda gleich A mal A plus I mal B ist. Und V kann ich auch aufspalten in Realteil und Imaginärteil. Das sind halt dann Vektoren. Also ich mache das mit jeder Komponente und verfasse die Komponenten dann zu Vektoren zusammen. Und die nenne ich U und V. Nee, U und W, weil V ist schon der Vektor. Also sein U und W in R hoch N, so dass V gleich U plus I mal W ist. So, jetzt kann ich gucken, was passiert, wenn ich das A mit V multipliziere. A mal V, ja, das ist natürlich Lambda mal V, weil das Lambda ist ein Eigenwert und V ist ein Eigenvektor. Das ist ja das, was das aussagt. Wenn ich das jetzt die Zerlegungen da einsetze, dann kriege ich A mal U plus I W ist gleich A plus I B U plus I W. Und das kann ich ausmultiplizieren. Dann habe ich hier A mal U plus I A mal W. Und hier habe ich A mal U plus ja, langsam A mal U minus B mal W plus I mal B U plus A W. So, hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht verrechnet, sonst wird es gleich nicht funktionieren. Was wir jetzt auch beachten können, ist, diese Vektoren hier, die haben reelle Komponenten, weil das U reell ist und das A ist reell. Das ist auch in R, n, und dieser Vektor hier ist in Rn, und der hier auch. Und deshalb kann diese Gleichung nur dann gelten, weil ja, es liegt daran, dass 1 und i eine Vektorraumbasis von C als R-Vektorraum bilden. Deshalb kann ich einen Koeffizientenvergleich machen und schließen, dass das a mal u gleich dem Vektor sein muss und das a mal w dem gleich sein muss mit dem Vektor. Also daraus folgt, a mal u ist gleich a u minus bw und aw ist gleich BU plus AW. So. Was mache ich jetzt? Jetzt möchte ich die beiden Gleichungen miteinander kombinieren, weil was will ich eigentlich zeigen? Ich will zeigen, dass das B 0 ist. Weil ich habe hier ein komplexes Lambda genommen, das sieht also dann so aus. Und mein Ziel ist zu zeigen, dass der Imaginärteil von dem Lambda 0 ist. Das bedeutet, ich muss zeigen, dass B ist 0. Und ich will jetzt aus diesen beiden Gleichungen eine Gleichung herleiten, die mir diesen Schluss zu ziehen erlaubt, nämlich dass das B 0 ist. Und das kann ich so machen, dass ich die erste Gleichung von links mit W multipliziere. Also das hier ist ja ein Vektor, das ist auch ein Vektor. Wenn ich jetzt hier W drauf multipliziere, ja, ich schreibe es vielleicht lieber nochmal neu auf, dann habe ich W mal A mal U ist gleich, so A ist eine Zahl, U ist ein Vektor, also ich könnte schreiben A mal W mal U plus
Ne, minus b mal w mal w. Wobei das hier das Standardskalarprodukt ist. So haben wir gesagt, das schreiben wir mit einem dicken Punkt. Und unten, umgekehrt, hier nehme ich das u drauf. U mal a mal w ist gleich b mal u mal u plus a mal u mal w. Oh, und jetzt ist es so, der hier und der hier, die sind gleich. Das ist, weil das Standardskalarprodukt ein Skalarprodukt ist. Das heißt, da kann ich die Argumente vertauschen. Und die beiden, die sind auch gleich. Und da geht die Symmetrie von A ein, denn W, A, U transponiert. Naja, das ist eine Zahl. Das ist dasselbe wie, also W, A, U ist gleich dem transponiert. Und das ist, wir hatten das glaube ich auch schon mal so eine Rechnung, das ist U A transponiert W. Ja, und das ist aber gleich dem, weil A gleich A transponiert ist. Das heißt, das stimmt nach Annahme. Also das ist wegen Symmetrie. A gleich A transponiert. Das heißt also, wenn ich hier jetzt die Differenz bilde von den beiden Gleichungen, dann fallen die beiden Terme weg. Und die beiden Terme fallen auch weg. Und dann habe ich was, was nur noch b enthält. Dann habe ich 0, daraus folgt 0 gleich. So, und jetzt ist es egal, ob ich jetzt das untere minus das obere nehme oder umgekehrt. Ich nehme mal das untere minus das obere. Habe ich b mal u mal u. Minus minus gibt plus b mal w mal w. Ja, und das ist also b mal u mal u plus w mal w. Und ich möchte jetzt daraus den Schluss ziehen, dass das b 0 sein muss. Das kann ich, sofern ich irgend argumentieren kann, dass das hier nicht 0 ist. Ja, dann würde daraus nämlich folgen, b muss 0 sein. Jetzt, und warum ist das nicht 0? Das ist deshalb nicht 0, weil v nicht 0 ist. V war ja u plus iw. Und wir hatten einen nicht nullen Eigenvektor genommen. Und wenn dieser Vektor nicht 0 ist, dann muss entweder das u nicht 0 sein oder das w muss nicht 0 sein. Denn wenn die beide 0 wären, ja, dann wäre das v ja auch 0. Ja, und wenn aber das u nicht 0 ist, dann ist u mal u auch nicht 0, weil ein Vektor nicht senkrecht auf sich selbst stehen kann, wenn er nicht der Nullvektor ist. Und wenn das u 0 ist, na gut, dann kann das hier 0 sein, aber dann kann das w nicht 0 sein und dann ist w mal w nicht 0. Das heißt, das stimmt, das ist nicht 0 und dann kriegen wir die, ja, die Schlussfolgerung, die wir uns gewünscht haben. Damit ist der erste Teil des Beweises erledigt. Der erste Teil, der sagte, das charakteristische Polynom von der Matrix A, wenn ich das komplett faktorisiere über R, dann finde ich in der Faktorisierung nur Faktoren vom Grad 1. Und für solche Matrizen kann ich jetzt den Satz über die Jordan-Normalform anwenden. Weil da hatten wir genau das als Voraussetzung, haben wir gesagt, das charakteristische Polynom zerfällt in Faktoren vom Grad 1. Das ist jetzt hier gewährleistet. Und was ich jetzt noch zeigen muss, ist, also jetzt weiß ich, die Matrix A hat mal eine Jordan-Normalform, wie, ja, die hat eine Jordan-Normalform. Und ich muss jetzt noch zeigen, dass darin keine Kästchen vorkommen, die Größe 2 oder mehr haben. Also ich muss zeigen, es bleibt zu zeigen, also daraus folgt, A hat eine Jordan-Normalform und es bleibt zu zeigen, jedes Kästchen hat die Größe 1. Kreuz 1. Weil wir wollen ja zeigen, A ist diagonalisierbar. Naja, und diagonalisierbar ist eine Matrix dann, wenn die Jordan-Normalform eine Diagonalmatrix ist. Naja, und dann heißt das eben, dass alle Kästchen in Größe 1 Kreuz 1 haben. Gut.
Und dass jedes Kästchen die Größe 1 kreuz 1 hat, heißt aber andererseits dann wieder, dass die Vielfachheit von jedem Eigenwert von A als Nullstelle des Minimalpolynoms 1 ist. Also das heißt, das ist zu zeigen. Das heißt, zu zeigen ist, jeder Eigenwert Lambda von A hat die Vielfachheit 1 als Nullstelle des Minimalpolynoms von A. Und jetzt müssen Sie sich erinnern, wie das war mit diesen Ketten von ineinander enthaltenen A-invarianten Unterräumen. Da haben wir gesagt, die erste, ja, der erste Eintrag dieser Kette, das war der Eigenraum von Lambda. Und der nächste war dann so mit diesen Potenzen von diesen Matrizen A minus Lambda mal Einheitsvektor, mal Einheitsmatrix. Und das stabilisierte sich immer genau an der Potenz, die die Vielfachheit des Eigenwerts im Minimalpolynom hatte. Das heißt, zu zeigen ist, dass das jetzt schon ganz am Anfang passiert. Das heißt, zu zeigen ist, dass der Kern von a minus Lambda in Quadrat gleich ist, aber das reicht eigentlich enthalten, weil die andere Beziehung gilt ja sowieso immer, im vorherigen. Das heißt, dass die Kette der invarianten Unterräume, der Potenzen von der Kerne, der Potenzen von diesen Matrizen schon ganz am Anfang stabilisiert und ja, der Eigenraum also schon alles enthält und dann nicht noch diese verallgemeinerten Eigenräume angeschaut werden müssen, weil da nichts weiteres mehr liegt. So, und das zeigen wir jetzt, indem wir es links rausnehmen und zeigen, dass es rechts drin ist. Und das ist ein sehr witziges Argument. Sei also x in diesem Kern a minus Lambda in Quadrat. Ja, dann heißt das, dass wenn ich die Matrix a minus Lambda in Quadrat anwende auf x, dass dann 0 rauskommt, weil das ist ja das, was der Kern aussagt. Und das ist jetzt der Nullvektor. Ich kann jetzt aber dann nochmal x als Vektor drauf multiplizieren und dann ist es natürlich immer noch 0, nur ist es dann die Nullzahl. Also wenn ich da jetzt noch x drauf mache, dann wird es nicht falsch. Es hat sich nur jetzt dann die 0 geändert. Die ist jetzt kein Vektor mehr, sondern jetzt eine Zahl. Und das kann ich jetzt klammern und sagen, naja, das ist x mal a minus Lambda in mal a minus Lambda in mal x. Das ist immer noch 0. Das ist ja genau das Gleiche, nur Assoziativgesetz angewandt. Oh, und dann kann ich jetzt sagen, also was ist das hier? Das ist jetzt x gelesen als Zeilenvektor und das hier ist eine quadratische Matrix. Das ist auch eine quadratische Matrix und hier ist x als Spaltenvektor geschrieben. Und ich könnte, und das hier ist jetzt dann die Matrixmultiplikation. Ich könnte das aber auch als Skalarprodukt schreiben und dann müsste ich das hier nur umdrehen, den ersten Faktor, und hätte hier a minus Lambda in mal x mal, und jetzt das Skalarprodukt, so dass uns da die Formate egal sind, a minus Lambda in x gleich 0. Das hat sich nichts geändert. Außer, dass ich jetzt sagen kann, bei einem Skalarprodukt ist es so, ein Vektor kann nur dann senkrecht auf sich selbst stehen, wenn er der Nullvektor ist. Und hier, das ist jetzt so also ein Fall, weil hier steht 0, das heißt, das hier ist derselbe Vektor wie hier. Ein Vektor-Skalarprodukt mit sich selbst ist 0, daraus kann ich schließen, der Vektor war schon 0. A minus Lambda in x gleich 0. Oh, und dann sind wir fertig. Weil dann haben wir gezeigt, x ist im Kern von a minus Lambda in.
Und dann ist der Beweis komplett schon fertig. Denn das war alles, was uns noch gefehlt hat. Es war nur noch zu zeigen, diese Inklusion, aus der folgt dann, dass die Jordan-Normalform eine Diagonalmatrix ist. Beachten Sie, dass das wirklich nur für reelle Matrizen gilt. Beispiel, wenn Sie versuchen, das mit einer komplexen Matrix zu machen, nehmen Sie zum Beispiel A gleich 2i i0, die ist klarerweise nicht reell und ebenso klarerweise symmetrisch. Aber wenn man da jetzt die Jordan-Normalform von ausrechnet, kommt man drauf, dass die so aussieht, 1, 1, 0, 1. Und ja, das heißt, die hat ein Kästchen der Größe 2 und ja, damit ist das nicht diagonalisierbar. Also ist A nicht diagonalisierbar. Trotzdem können Sie den Satz auf komplexe Matrizen verallgemeinern. Nur müssen Sie dann statt symmetrisch ein bisschen was anderes nehmen. Das ist aber so ähnlich, wie wir das eh schon gemacht haben, als wir kurz über Skalarprodukte für Vektorräume über C gesprochen haben. Da haben wir ja auch eigentlich nicht, dass die symmetrisch sind, sondern die sind so schief symmetrisch. Wenn Sie die Argumente vertauschen, konjugieren Sie den Wert. Und hier brauchen wir eben auch sowas. Statt der Transposition, statt der Symmetrie der Matrix braucht man eine Eigenschaft. Das gilt aber. Falls A in C n Kreuz n so ist, dass A transponiert gleich die Konjugierte von A ist. Konjugierte von A heißt, jeder einzelne Eintrag wird als komplexe Zahl konjugiert, dann ist A diagonalisierbar. Oh, und das können Sie dann genauso zeigen, wie wir das oben in dem Beweis gemacht haben. Es wird sogar noch ein bisschen einfacher, weil Sie den ersten Teil des Beweises, wo wir über die Reellheit des Eigenwerts gesprochen haben, weglassen können, weil Sie sofort sehen, C ist algebraisch abgeschlossen. Kriegen sofort, dass da alle Eigenwerte in C drin liegen und sie nicht noch in einem größeren Körper danach suchen müssen. So eine Matrix nennt man Hermitsch. Okay. Genau. Also, wie gesagt, wir betrachten hier hauptsächlich Skalarprodukträume für R und das meiste, was wir sagen, lässt sich auf C verallgemeinern. Nun muss man halt manchmal da ein bisschen konjugieren an den richtigen Stellen, damit es richtig bleibt. Okay. Jetzt dann der versprochene Satz über die Charakterisierung, wann eine symmetrische Matrix positiv definiert ist. Das ist ein ziemlicher Trümmer, der 100. Satz, also zur Feier des Tages ein etwas umfangreicheres Resultat. Das sagt, wenn Sie irgendeine Matrix haben, eine symmetrische Matrix haben, dann sind die folgenden Aussagen äquivalent. Erstens, A hat nur positive Eigenwerte. Zweitens, Sie können mit A ein Skalarprodukt erklären. Drittens, A ist positiv definiert. Viertens, das müssen wir genauer anschauen. Hier passiert jetzt Folgendes. Sie haben die Matrix A, die so aussieht, und die hat das Format n Kreuz n. Und wir schneiden da jetzt eine Ecke oben links raus, so, der Größe k Kreuz k. Für irgendein k zwischen 1 und n. Also das kleinste wäre 1 und das größte wäre n. Und das ist diese Matrix hier. Die hat also hier genau die gleichen Einträge wie A sie hat, nur das hier lassen wir weg. Wir werden die Matrix hier dann im Beweis als AK bezeichnen.
führe ich das hier gleich einmal ein. Das ist also die Matrix hier oben links. Und diese Aussage, die Nummer 4, sagt, diese Matrizen sind auch alle positiv definiert. Okay, also wenn die große Matrix positiv definiert ist, dann sind es auch alle diese kleineren oben links. Das ist an sich nicht so interessant, das vierte. Das ist hier nur so ein Zwischenschritt, der dann nützlich eingefügt ist, damit er uns später beim Beweis zur Hilfe kommt. Der nächste Punkt, der ist interessant. Da geht es wieder um diese Matrizen, die oben links stehen in der Matrix. Und der sagt, dass alle diese Dinge äquivalent sind. Und hier diese Bedingung ist etwas, das können Sie durch Ausrechnen überprüfen, weil Sie haben von diesen Matrizen gibt es n Stück. Ja, die erste, die zweite, k gleich 1, 2, 3 bis n. Und die Aussage hier ist, dass positiv definiertheit äquivalent dazu ist, dass alle diese Determinanten positiv sind. Also die Determinanten von all diesen AKs. Das ist was, das kann man rechnerisch leicht überprüfen, die kann ich ja alle ausrechnen und dann gucke ich, ob die positiv sind und wenn ja, dann ist das A positiv definiert und wenn nicht, dann ist es nicht positiv definiert. Also das ist gut und viel einfacher als da komisch nach ziellos nach einer Summe und unsystematisch nach einer Summe von Quadraten zu suchen von irgendeinem Ausdruck. Also das ist cool. Das ist cool. Und dann gibt es noch was Sechstes. Das wird dann der schwierigere Teil des Beweises sein. Und zwar ist es, das ist so eine Art so eine Art Wurzelziehen für Matrizen. Wenn A positiv definiert ist, also das klingt ja schon so ein bisschen wie positiv und bei reellen Zahlen ist es so, wenn sie positiv sind, dann können sie eine Quadratwurzel ziehen. Und hier ist es so, was das sagt, ist, wenn die Matrix A positiv definiert ist, dann können sie auch eine Quadratwurzel ziehen, weil dann und zwar für Matrizen. Das heißt, es gibt eine Matrix, die dann sogar invertierbar ist, sodass sie die Matrix schreiben können als B transponiert mal B. Also im Wesentlichen A gleich B mal B. Ja, transponieren, das sehen wir natürlich im Reellen nicht, wenn es nur 1 Kreuz 1 Matrizen sind, weil da tut das Transponieren nichts. Aber hier muss man halt dann noch dazu transponieren. Okay. Oh, das nennt man die Kolesky-Zerlegung. Ja, und immer wenn die Sachen einen Namen haben, dann ist es ein Indiz dafür, dass das jetzt nicht so ganz offensichtlich ist. Okay, aber wir werden sehen, warum das so ist. Wir werden uns jetzt da durch den Beweis von diesem Satz durcharbeiten. Das wird eine Weile dauern, aber durchaus aufschlussreich sein. Also springen Sie nicht vor, sondern bleiben Sie bei mir und schauen Sie sich das an. Wir gehen ganz in der Reihenfolge hier durch. 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder zurück. Okay, also im ersten Schritt des Beweises müssen wir zeigen, wenn alle Eigenwerte von A positiv sind, dann habe ich ein Skalarprodukt. Beweis. Eins nach zwei zu zeigen. Ja, was ist zu zeigen? Wir wissen ja schon, dass A symmetrisch ist, weil das ist eine Generalvoraussetzung des Satzes. Das heißt, dass das Ding kein Skalarprodukt ist, wird nicht an der Symmetrie scheitern. Und an der Linearität erst recht nicht, weil das geht für alle Matrizen. Das Einzige, was zu zeigen ist, ist, dass das Skalarprodukt von x mit sich selbst größer als 0 ist für alle x, die in R hoch n ohne 0 sind. Das ist zu zeigen. Und was wir wissen ist, dass A nur positive Eigenwerte hat. Und wir wissen, dass das asymmetrisch ist, weil das ja, wie gesagt, global gilt. Das steht hier oben. Also das ist nicht Teil von den Dingen, die zueinander äquivalent sind, sondern das ist mal allgemein vorausgesetzt. Wir reden hier die ganze Zeit nur über eine symmetrische Matrix A.
Und für die gilt, wie wir gerade vorher gesehen haben, dass die diagonalisierbar ist. Also nach dem vorherigen Satz, nach Satz 99, ist A diagonalisierbar. Und nach den früheren Charakterisierungen von Diagonalisierbarkeit bedeutet das, dass ich den R hoch n darstellen kann als direkte Summe der Eigenräume. Das heißt, wenn Lambda 1 bis Lambda k die Eigenwerte sind, von A sind, dann gilt, dass der R hoch n zerlegt werden kann als direkte Summe von den Eigenräumen. Sagen wir k, genau, k Stück. Und jetzt ist zu zeigen, das gilt für alle x. Dann nehmen wir also ein beliebiges Heer. Also sei x in Rn ohne 0 beliebig. Und dass ich den Raum darstellen kann als Summe der Eigenräume, bedeutet, dass ich dieses x jetzt auch schreiben kann als Summe von Eigenvektoren. Ist beliebig. Dann gibt es Vektoren V1 bis VK, ja, der also mit ja, Vektoren V1 in E Lambda 1 bis VK in E Lambda K mit x ist gleich V1 plus 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 VK. Und jetzt kann ich gucken, was passiert, wenn ich das Skalarprodukt ausrechne. Das Skalarprodukt von x mit sich selbst ist dann das Skalarprodukt von ja, dieser Summe da. VK mit V1 plus 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 VK. So, wenn ich das jetzt ausmultipliziere, dann kriege ich so eine Doppelsumme. Summe i von 1 bis k. Summe j von 1 bis k. Skalarprodukt VI mit VJ. So, und jetzt muss ich gucken, wie ist das Skalarprodukt erklärt. Das Skalarprodukt war ja definiert mit dieser Matrix A, um die es hier die ganze Zeit geht. Das heißt, das hier ist nach Definition des Skalarprodukts, das ist VI mal A mal VJ. Und weil die Vs Eigenvektoren sind von A, weiß ich, dass ich das dann noch weiter vereinfachen kann. Das ist Lambda J, der J Eigenwert, mal VJ. Und dann kann ich das hier insgesamt schreiben als Summe i von 1 bis k, Summe j von 1 bis k, Lambda J mal VI mal VJ, wobei das dann jetzt das Standardskalarprodukt ist. Wo kommt das her? Naja, das kommt daher, dass hier Matrix Multiplikation gemeint ist, Matrix-Vektor-Multiplikation mit den richtigen Formaten. Aber wenn ich das A mit dem einen Vektor verrechnet habe, dann multipliziere ich einfach nur noch zwei Vektoren als Matrizen aufgefasst von den richtigen Formaten. Ja, und das ist das Standard-Skalar-Produkt. So, und jetzt ist so, als Beispiel für Orthogonalität hatten wir das letzte Mal gesehen, dass Eigenräume einer symmetrischen Matrix immer senkrecht aufeinander stehen. Und diese Eigenvektoren hier, wenn die aus verschiedenen Eigenräumen sind, also wenn i nicht dasselbe ist wie j, dann müssen die also senkrecht aufeinander stehen. Also das hier ist gleich 0, falls i ungleich 0 ist, i ungleich j ist, weil dann e Lambda i erwiesenermaßen, wo wir das letzte Mal nachgerechnet haben, senkrecht auf E Lambda J steht. Das bedeutet aber, dass in dieser Doppelsumme ziemlich viel wegfällt und es bleiben nur die Terme übrig, wo I und J gleich sind. Das heißt, dann habe ich in Wirklichkeit nur eine Einfachsumme. Summe I von 1 bis K, Lambda I, VI mal VI. Oh, und das ist gut, weil für die VIs, das hier ist jetzt ein Skalarprodukt von einem Vektor mit sich selbst.
das mal sicher größer gleich 0. Und nach Voraussetzung 1 sind die Eigenwerte hier größer als 0. Und dann weiß ich, das hier ist größer gleich 0. Außerdem weiß ich, dass x ist nicht 0. Und daraus folgt, es muss mindestens eins von den Vs nicht 0 sein, denn wenn die Vs alle 0 wären, dann wäre das x 0. Das heißt, es gibt ein i, sodass Vi nicht 0 ist. Und für dieses gilt dann, Vi mal sich selbst ist auch nicht 0. Das heißt, in dieser Summe gibt es mindestens einen Term, der positiv ist. Alle anderen sind nicht negativ. Ja, dann muss die Summe positiv sein. Und das wollten wir zeigen. Also das ist größer gleich 0. Und mindestens einmal größer als 0. Und damit ist es insgesamt größer als 0. Gut. Dann haben wir den hier erledigt. Wenn alle Eigenwerte von a positiv sind, dann haben wir ein Skalarprodukt. Naja, und dann von 2 nach 3, das ist ganz einfach, weil die Definition der Positivdefinitheit ist ja genau die eine kritische Bedingung aus der Definition des Skalarprodukts. Und wenn das ein Skalarprodukt ist, ja, dann muss a positiv definiert sein. Das ist klar. Und das nächste ist auch noch nicht so schwierig. Von 3 nach 4, also 2 nach 3, ist klar. Von 3 nach 4. Also wie war denn das? Das war jetzt diese Matrix AK. Also wir wissen, A ist positiv definiert. Und zu zeigen ist, AK ist positiv definiert. Das heißt, dass das positiv definiert heißt, heißt für alle x ungleich 0 gilt xAx ist größer als 0. Und das hier heißt, also das eine ist, wir wissen, das andere ist zu zeigen. Für alle x ungleich 0 gilt xak. X ist größer als 0, wobei ich hier vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte, denn die x leben in verschiedenen Räumen. Die hier sind in Rn ohne 0 und das hier ist in Rk ohne 0. So, und dann nehmen wir so ein x her, sei x, sagen wir, x1 bis xk ungleich 0. Ja, dann ist auch der Vektor, den ich kriege, wenn ich da Nullen dran hänge, sagen wir x quer, x1 bis xk 0, 0, 0, 0, 0 und gleich 0. Wobei ich hier n minus k viele Nullen dazu tue und dann kann ich das hier verwenden. Dann folgt also, daher ist x quer mal a mal x quer größer als 0, weil a positiv definiert ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das tut, das hier ist x 0 mal ak irgendwas, irgendwas, irgendwas mal x 0. Naja, okay, das ist aber x mal ak plus 0 mal x mal ak plus 0, also das ist genau x ak x. Ja, und wenn das gleich ist, dann ist das also positiv. Das ist also auch relativ einfach. So. Und jetzt. Dieser Schritt hier, der ist auch nicht so schwer. Der wirklich schwere ist der von 5 nach 6. Das ist immer, ja, das ist oft so, wenn Sie einen Ringschluss machen in der Logiklandschaft und Sie wollen am Ende, das ist dann wie wenn Sie in einem Gebirge gehen. Es geht, Sie können sehr viel bergunter gehen, nur wenn Sie zum Ursprung wieder zurückkommen, dann müssen Sie irgendwo bergauf gehen. Und was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, war bergab gehen. Das war alles leicht, leicht, leicht. Und hier von 5 nach 6, da müssen wir dann bergauf gehen. Aber jetzt geht es erstmal nochmal bergab. Von 4 nach 5. Jetzt haben wir
Naja, jetzt haben wir das für diese ganzen Ks. Das ist aber hier jetzt nicht so wesentlich. Ich kann das für jedes K einzeln zeigen. Also von 4 nach 5. Also wir wissen, AK ist positiv definit. Und zu zeigen, die Determinante von AK ist positiv. Und das ist für beliebiges K. Also ich brauche da als Voraussetzung nicht, dass das für alle K gilt. Ich kann irgendein beliebiges nehmen und dann reicht es, dass es für das zeige, aber dann gilt es halt eben auch für alle anderen. So, wie zeige ich das? Erinnern Sie sich, dass die Determinante das Produkt der Eigenwerte war? Also Determinante von AK ist das Produkt der Eigenwerte. Von AK, von der wir ja wissen, AK ist symmetrisch, also es ist diagonalisierbar. Also insbesondere hat das lauter Eigenwerte, die in R sind. Ich muss die nicht irgendwo in C suchen, sondern sind alles Eigenwerte, die in R sind. So, und jetzt, wenn das kleiner gleich 0 wäre, die Determinante von AK kleiner gleich 0, dann muss ein Eigenwert kleiner gleich 0 gewesen sein, denn wenn die alle positiv sind, das Produkt von positiven Zahlen ist positiv. Also dann müsste es einen Eigenwert geben. Lambda von AK mit Lambda kleiner gleich 0. Und ja, gut, für den müsste es dann auch einen eigenen Vektor geben. Wäre V in RK ohne 0 ein eigenen Vektor zu Lambda. So müsste gelten. So gelte. V mal A mal V. Was ist das? Naja, das ist V mal Lambda mal V. Und das ist das Skalarprodukt. Und das ist Lambda mal V mal V. So, und V ist nicht 0. Das heißt, das hier ist positiv. Das hier ist aber kleiner gleich 0. Oh. Dann wäre das insgesamt kleiner gleich 0. Das hier ist aber nach der Voraussetzung größer gleich 0 oder größer sogar, größer als 0. Und das ist dann Widerspruch. Also das war auch noch nicht so schwer. Ja, man muss auf die Idee kommen mit der Faktorisierung der Determinante. Aber okay, gut. Und ja, okay, und jetzt kommt der lustige Teil des Beweises. Der sagt mir jetzt, okay, jetzt muss ich zeigen, ich muss jetzt so eine Matrix B konstruieren, dass A geschrieben werden kann als B transponiert mal B. Und alles, was ich weiß, ist, dass die Determinanten von den AKs positiv sind. Mehr darf ich nicht verwenden. Ich zeige das jetzt. Ich zeige jetzt ein bisschen mehr. Ich zeige, dass alle diese AKs so eine Zerlegung haben. Und das A ist das letzte von denen, das ist das Ente. Das hat dann natürlich auch so eine. Und ich zeige das mit Induktion. Induktion nach K. Und im Induktionsschritt werden wir dann jeweils eins von diesen Annahmen verwenden, jeweils als Karte. Okay, das ist der Plan, um von 5 nach 6 zu kommen, Induktion nach K. Der Induktionsanfang ist noch sehr leicht, weil das A1, das ist eine Matrix, die nur einen Eintrag hat, also eine 1 kreuz 1 Matrix, und dass die Determinante von A1 größer als 0 ist, heißt, dass das A1 größer als 0 ist.
Und deshalb könnten wir nehmen B1. Ja, okay, das B1 ist auch wieder eine 1 kreuz 1 Matrix. Und ich nehme da jetzt die Wurzel von dem. Das kann ich, weil das positiv ist. Und dann ist das auch positiv. Und es ist so, dass B1 transponiert mal B1 gleich A1 ist. Also das ist eine geeignete Wahl. Gut. So, und jetzt der Induktionsschluss. Da gehen wir von K-1 nach K. Das heißt, wir haben schon für die Matrix AK, für die Matrix AK-1 haben wir schon so eine Zerlegung. Und für die Matrix AK wollen wir jetzt ausnutzen, dass die vorherige Matrix enthält. Die sieht ja so aus. Also das ist hier ein ziemlich großer Block mit AK-1. Ja, und hier steht AKK. Das ist der nächste Diagonaleintrag. Und hier steht irgendwas. Das steht AK. Nennen wir das AK. Das ist ein Vektor. Und unten steht auch irgendwas, aber es muss dasselbe sein wie das, weil die Matrizen hier symmetrisch sind. Also die große Matrix A ist symmetrisch und dann muss auch die Matrix symmetrisch sein, weil die ist ja aus der ausgeschnitten worden. Also steht hier dasselbe AK für ein AK, das in K-1 lebt. Okay, das AK, das ist in R. Und das ist die Matrix von vorher. Ja, es wäre jetzt schön, wenn das AK 0 wäre. Überlegen wir uns kurz, was wir dann machen können. Wenn AK 0 wäre, dann sind wir sehr schnell fertig. Dann hätten wir hier, könnten wir sagen, AK ist gleich BK minus 1 transponiert. Ja, oder schreiben wir es so. Schreiben wir es gleich als Zerlegung auf. Wurzel AKK mal, transponiert, mal BK minus 1 Wurzel AKK. Und dann hätten wir so eine Zerlegung, weil das hier ist ja nach Voraussetzung so, dass das Produkt von dem transponiert mit dem das gibt. Und wenn hier Nullen stehen, dann kommen da auch Nullen hin. Und hier unten, die multiplizieren sich zu dem auf. Also das wäre, dann wäre eine Zerlegung der gewünschten Form. Aber es gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, warum die 0 sein sollten. Die werden im Allgemeinen nicht 0 sein. Den Gefallen werden sie uns nicht tun. Aber das ist ja mal zumindest eine nützliche Beobachtung. Denn wenn die nicht 0 sind, dann könnte ich ja versuchen, sie zu 0 zu machen, indem ich irgendwas auf die Matrix loslasse. Und machen wir das mal. Ich könnte ja zum Beispiel versuchen, das irgendwie wegzueliminieren. Indem ich jetzt zum Beispiel da so eine Spaltenoperation mache. Ja, das ist jetzt blockweise, vielleicht ein bisschen, sieht vielleicht ein bisschen verdächtig aus, aber das kann ich kann das mal machen, zumindest um eine Idee zu kriegen, wie es weitergehen könnte und nachrechnen, ob es wirklich okay ist, können wir dann immer noch anschließend. Ich könnte jetzt mal sagen, auf den Block hier multipliziere ich AK minus AK minus 1 hoch minus 1 mal AK. Und das gibt dann einen Vektor, den addiere ich hier drauf. Wenn ich das mache, dann kriege ich natürlich eine andere Matrix. Die sieht so aus, dass sie hier, naja, die hat hier auch wieder AK minus 1 als Block. Und hier hat sie 0. Ja, weil so war das hier ja gewählt, dass aus dem Block das minus 1-fache von AK wird, weil der minus 1 sich damit verrechnet. Und da kommt da steht das AK, der AK minus AK ist 0. Und hier ändert sich erstmal nichts. AK. Und hier,
Ja gut, okay, hier steht dann AKK minus, naja, und dann das hier mal dem da drauf. Also minus, das ist das Minus von hier, AK, AK minus 1 hoch minus 1, AK. Okay, und dann habe ich da also einen Nuller hin produziert, einen Nullvektor. Und jetzt mache ich das hier auch nochmal, wie bei Gauss-Elimination, weil mit Blocks. Und hier würde ich dann sagen, ich nehme hier das minus AK-fache von der in das, nee, das minus AK mal AK minus 1 hoch minus 1-fache von dem Block und addiere das da drauf, damit da ein Nuller entsteht. Hier ändert sich dann nichts mehr, weil ich nehme dann das Nullfache von dem da drauf. Das ändert sich dann natürlich nicht mehr. Wenn ich das mache, dann habe ich AK minus 1. Und hier dann, ja, nennen wir das Alpha hier. Und dann habe ich da das Alpha. Und hier steht 0 und da steht auch 0. Oh, und von da aus wüssten wir dann jetzt, wie es weitergeht, weil das haben wir uns eben überlegt. Wenn da Nullen wären, dann wäre das schön. Jetzt sind da Nullen, also jetzt ist schön. So, nur war aber die Aufgabe, etwas über diese Matrix hier auszusagen und nicht über die. Ich muss also jetzt überlegen, diese Transformationen, die ich da gemacht habe, wie übersetzen die sich in eine, ja, in eine Matrixmultiplikation? Also finde ich Matrizen oder ja, kann ich diese Transformation so machen, dass ich eine Zerlegung von der Matrix übersetzen kann in eine Zerlegung von der Matrix? Ja, und wenn man sich das aufsammelt, was man hier gemacht hat, dann zeigt sich, dass das genau zusammengepasst, dass das genau zusammenpasst, weil das, was man hier macht, ist genau das gleiche wie das, was man hier macht. Und es muss auch noch richtig transponiert werden. Also haben wir da Glück gehabt. Für die Transposition, die Transformationsmatrix T, die folgendermaßen erklärt ist, sagen wir, also die hat hier eine Einheitsmatrix vom Format K Kreuz K minus 1. Hier hat sie eine 1, da hat sie eine 0 und hier hat sie das, was ich da dann da drauf addiert habe, also das minus A K minus 1 hoch minus 1 mal AK-fache. Also das, nee, ja, das ist ein Vektor. Das ist ein, okay, also das hat die Größe k minus 1. Hier, das hat auch die Größe k minus 1. Und das hat die Breite 1. Und das hat die Höhe 1. Also für diese Matrix, die dann also in RK hoch k Kreuz k liegt, gilt. So, und wenn Ihnen das jetzt nicht ganz geheuer war mit dieser Blockelimination, die wir da durchgeführt haben, dann können Sie die auch streichen, weil die ist eigentlich nicht wirklich Teil des Beweises, sondern die beantwortet eher die Frage, wie kommt man drauf? Ich hätte einfach auch Ihnen die Matrix T dahin klatschen können und sagen, nehmen Sie diese Matrix und rechnen Sie nach T transponiert mal AK mal T ist gleich das, was wir hier uns hergeleitet haben. 0, 0, Alpha. So, habe ich auf der richtigen Seite transponiert? Ja. Okay, und das Nachrechnen, das ist nicht so schwierig, weil hier steht ja ganz explizit, was die Matrix T ist. Und das AK kennen wir auch ziemlich explizit. Und dann ist es nur noch der Kästchen-Multiplikationssatz aus dem ersten Semester. Also es ist eigentlich nur noch Matrix-Multiplikation von 2 Kreuz 2 Matrizen und dass die Einträge ihrerseits Matrizen sind oder Vektoren, spielt fürs Multiplizieren keine Rolle. Wenn man sich's überlegt, auch nicht fürs Eliminieren, das haben wir dann hier verwendet. Okay. Also das stimmt und es ist dankbar, dass hier T transponiert steht, weil das bedeutet, dass ich das hier, eine Zerlegung von dem, mit diesem T hier verrechnen kann und bekomme dann eine Zerlegung von dem AK. Eine Sache sollten wir noch kurz diskutieren, nämlich es könnte jemand sagen, was ist denn, wenn das AK hoch minus 1 nicht invertierbar ist? Wir sollten nicht eine Matrix invertieren, ohne das zu rechtfertigen, dass das geht. Und der Grund, warum das hier geht, ist, da verwenden wir die
Annahme, die Annahme Nummer 5 sagt, dass alle diese Determinanten AK positiv sind, also die Determinanten von all diesen Matrizen AK sind positiv, na, dann sind sie insbesondere nicht 0. Und wenn sie nicht 0 sind, ja, dann ist das eben invertierbar. Also hier zur Rechtfertigung noch dazu notiert, beachte, AK minus 1 hoch minus 1 existiert, da die Determinante davon K minus 1 größer 0 ist, nach Annahme. So, und dann, aha, und dann haben wir aber noch ein anderes Problem, weil vorher, als wir uns vorher überlegt haben, wenn hier der Nullvektor steht, AK, wenn hier der Nullvektor steht, dann würden wir hier einfach die Wurzel draus ziehen. Ja, aber was ist, wenn das negativ ist? Ja, das ist egal, wenn das negativ ist. Das haben wir uns eben nicht überlegt, aber das war dann eh eine Sackgasse. Wir sollten uns überlegen, was ist, wenn das hier negativ ist. Dann haben wir dann wirklich ein Problem. Das ist aber nicht negativ. Das kann ich nämlich jetzt auch zeigen. Und dazu schaue ich mir die Determinante von dieser Matrix an. Die Determinante von T transponiert, AKT. Na, das ist ja gleich der Determinante von der Matrix rechts, weil die beiden Matrizen gleich sind. Und die kann ich jetzt nach der letzten Zeile oder letzten Spalte entwickeln und dann kriege ich Alpha mal die Determinante von AK. Und das hier kann ich vereinfachen und kriege die Determinante von T transponiert mal die Determinante von AK mal die Determinante von T. Oh, was ist die Determinante von T? Na, die Determinante von T ist einfach. Die hat hier ein Einser und hier die Einheitsmatrix. Das heißt, die hat hier 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 auf der Diagonale, unter der Diagonale lauter Nullen und oberhalb der Diagonale irgendwas anderes. Das ist aber dann egal. Die Determinante ist 1. Transposition ändert die Determinante nicht. Das ist also 1. Und nach Entschuldigung, minus 1. Und nach Induktionsvoraussetzung sind diese Determinanten hier alle positiv. Das ist positiv. Und das ist auch positiv. Oh, das heißt, ich habe hier eine positive Zahl mal Alpha ist gleich eine positive Zahl. Na, daraus folgt, dass das Alpha positiv ist. So, und jetzt kann ich die Sachen zusammenstückeln für die Matrix BK, die definiert ist als ich nehme BK minus 1, Wurzel aus Alpha, 0, 0, mal, und ich glaube, ich muss das jetzt rechts dran, okay, T hoch minus 1, gilt dann das, was wir wollen, nämlich dass AK die Zerlegung hat, BK transponiert mal BK. Rechnen wir das noch kurz nach, dass es wirklich stimmt. Ja, also hier, wenn man das ausrechnet, BK transponiert BK, denn das ist gleich, ich transponiere das rüber, dann kriege ich hier T transponiert. Inverse mal BK minus 1 T. Wurzel Alpha mal BK minus 1 Wurzel Alpha mal T minus 1. Das ist gleich. Okay, die mittleren kann ich miteinander verrechnen. Dann kriege ich hier T transponiert minus 1 mal. Okay, das ist AK minus 1 0 0 Alpha mal T minus 1. Oh, und wir hatten, ja, das ist AK, denn AK war ja so, dass das AK, wenn ich jetzt da T transponiert und T drauf multipliziere, dann ist das der hier. Das heißt, wenn ich, ja, wenn ich umgekehrt sage, ich gehe von der Gleichung aus, multipliziert T hoch minus 1 nach da.
und t transponiert hoch minus 1 von dort, dann bin ich hier. Das heißt, das hier muss ak sein. Und dann habe ich es nachgerechnet. Okay, also das war das Bergauf-Segment des Beweises. Und jetzt haben wir noch eine Kante. Die ist aber jetzt wieder einfach. Jetzt müssen wir noch zeigen, wenn es so eine Zerlegung gibt, dann sind alle Eigenwerte von a positiv. Das geht so. Also das ist von 6 zurück nach 1. Okay. Also wir haben hier jetzt so eine Zerlegung. A ist gleich b transponiert mal b für irgendein b, das invertierbar ist. Und das wissen wir. Und sei Lambda ein Eigenwert von a und x ungleich 0 ein Eigenvektor zu Lambda. Und das heißt, dass dann gilt a mal x gleich Lambda x. Und wenn a mal x gleich Lambda x ist, dann kann ich das auch wieder mit x multiplizieren. Dann habe ich x a x gleich Lambda mal x mal x. Hier wieder mit der Bedeutung, dass das das Standardskalarprodukt ist. Und das ist positiv, weil das x nicht 0 ist. Und hier kann ich sagen, ah, jetzt kann ich das hier einsetzen und kriege, dass das x b transponiert bx ist. Und das kann ich dann auch schreiben als bx Skalarprodukt bx. Oh, und dann ist so, da das b invertierbar ist und das x ungleich 0 ist, daraus folgt, aus den beiden hier, aus den beiden folgt, dass bx ungleich 0 ist, ungleich 0 ist. Denn eine invertierbare Matrix hat einen leeren Kern. Okay, wenn jetzt aber die ungleich 0 sind, dann ist das Skalarprodukt von denen positiv. Ja, und jetzt hat das Lambda nicht mehr viel Spielraum. Daraus folgt dann, dass das Lambda auch positiv sein muss. Okay, und Lambda war ein beliebiger Eigenwert. Das heißt, jetzt sind wir da durch. Okay, und dann haben wir das auch abgehakt. Also das könnte sein, dass das jetzt der längste Beweis in diesem Semester war. Aber das hat sich auch gelohnt, weil er verbindet Dinge, die auf den ersten Blick sehr verschieden sind. Und solche Sätze sind immer sehr nützlich, weil sie erlauben einem, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Und wenn ein Problem aus der einen Perspektive irgendwie sehr schwer ist und man hat so einen Satz, dann kann man es rumdrehen und von der anderen Seite anschauen und da ist es dann plötzlich ganz einfach. Also zum Beispiel, ja, also machen wir ein Beispiel dazu. Ein Beispiel, die Matrix A aus dem Skript 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Wenn die Aufgabe lautet, untersuchen Sie A auf Positivdefinitheit, dann würden Sie das eine Kriterium aus dem Satz anwenden. Ich verrate schon mal, die ist positivdefinit, denn, und dann können wir hier dazu schreiben, die Determinante von. Ja, dann gehen wir hier, das ist die Matrix A1, das ist die Matrix A2 und dann die Matrix A insgesamt muss man auch noch überprüfen. Die Determinante von 3, die ist einfach 3 und 3 ist positiv. Die Determinante von 3, 2, 2, 2 ist 6 minus 4, das ist 2, das ist auch positiv. Und die Determinante von A ist 1, sagt das Skriptum. Und das ist auch positiv. Ja, und aus dem folgt A1 positiv definiert. Das ist also sehr einfach zu überprüfen. Und ja, ich habe eben gesagt, man kann jetzt den Satz nehmen, um das in was anderes zu drehen, was dann nicht mehr so offensichtlich ist, nach dem Satz.
Erfolg daraus, dass das charakteristische Polynom lauter reelle positive Nullstellen hat. Das ist das charakteristische Polynom. Chi von A, wie sieht das aus? Das kann man ausrechnen. Kommt raus x hoch 3 minus 6x Quadrat plus 5x minus 1 von A nur positive Nullstellen hat. Das ist aber jetzt, das ist so, ja, wenn Sie das jetzt nicht wüssten, dass das von der Matrix A kommt und Sie schauen sich das Polynom an, wie würden Sie dem, das sieht man dem nicht an, dass das lauter positive Nullstellen hat. Natürlich, Sie können jetzt sagen, Sie zeichnen den Graph des Polynoms und dann sehen Sie da und da und da ist eine Nullstelle, aber eine Zeichnung ist kein Beweis. Also wenn wir das wirklich formal präzise beweisen wollten oder herleiten, dann ist nicht so klar, wie man da vorgehen würde. Überhaupt schon, dass das nur reelle Nullstellen hat, ist auch nicht so einfach zu sehen, sondern da muss man sich schon ein bisschen was überlegen. Und dass es nur reelle Nullstellen hat, folgt, wenn wir die Matrix wissen, daraus, dass die Matrix symmetrisch ist, weil das ist dann, was wir vorher besprochen haben, die Diagonalisierbarkeit von symmetrischen reellen Matrizen. So, das ist also jetzt geklärt. Positivdefinitheit haben wir auf verschiedene Weisen charakterisiert, unter anderem in einer Weise, die es erlaubt, rechnerisch mit vernünftigem Aufwand und ohne, dass man eine große Idee haben muss, zu überprüfen, ob eine gegebene Matrix positiv definiert ist. So, jetzt können wir zurückkehren zu dem Thema, was wir kurz unterbrochen hatten. Wir waren dabei, über Orthogonalität zu sprechen. Und damit geht es jetzt weiter. Wir reden noch etwas mehr über Orthogonalität. Und zwar geht es jetzt um sogenannte Orthogonalsysteme. Und was ist jetzt das? Also nehmen wir einen Skalarproduktraum und eine Menge von Vektoren, die aber jetzt nicht den Nullvektor enthalten soll, weil sonst müssten wir das im Folgenden dann immer speziell behandeln. Das wollen wir nicht, das interessiert uns nicht, das brauchen wir auch nicht. Also B soll eine Menge von Elementen des Vektorraums sein, aber der Nullvektor soll es bitte nicht enthalten. Und dann sagen wir, dass diese Menge ein Orthogonalsystem ist, wenn je zwei Elemente aufeinander senkrecht stehen. Natürlich ist damit gemeint, je zwei verschiedene Elemente, weil ein Vektor kann nicht selbst auf sich senkrecht stehen, außer es ist der Nullvektor, aber der ist ja nicht erlaubt. Also je zwei verschiedene Vektoren stehen senkrecht aufeinander, das macht die Menge zu einem Orthogonalsystem. Und dann könnten wir zusätzlich noch etwas fordern über die Skalarprodukte von einem Vektor mit sich selbst. Und wenn wir dann sagen, ja, die sollen eins sein, die Skalarprodukte, ja, als zusätzliche Bedingung, dann nennt man das ein Orthonormalsystem. Normal heißt irgendwie, die sind normiert auf eine Standardlänge, nämlich die Standardlänge 1. Und was dann von besonderem Interesse ist, ist solche Orthogonalsysteme oder Orthonormalsysteme, die zusätzlich die Eigenschaft haben, eine Basis des Vektorraums zu sein. Und die nennt man dann Orthogonalbasis bzw. Orthonormalbasis. Sowas kennen wir schon, nämlich die Standardbasis vom R hoch n, also die Einheitsvektoren, die bilden eine Orthonormalbasis vom R hoch n bezüglich des Standardskalarprodukts. Eine ONB, eine Orthonormalbasis von R hoch n bezüglich des Standardskalarprodukts. Ja, das ist klar, weil wenn Sie zwei Einheitsvektoren nehmen, zwei verschiedene Einheitsvektoren und wenden das Standardskalarprodukt auf die beiden an, dann wird immer
0 mal 0, 0 mal 0, 0 mal 0, dann irgendwann mal 1 mal 0 und dann später irgendwann 0 mal 1. Aber wenn Sie das alles aufaddieren, kommen natürlich 0 raus. Das heißt, die stehen alle senkrecht aufeinander. Außerdem wissen Sie, wenn Sie das Skalarprodukt von einem Vektor, von einem Einheitsvektor mit sich selbst bilden, dann haben Sie auch 0 mal 0, 0 mal 0 mal 0, 0 mal 0. Irgendwann haben Sie 1 mal 1 und dann wieder laut mal 0 mal 0. Das heißt, das Skalarprodukt von einem Einheitsvektor mit sich selbst ist 1. Zweitens, das sind jetzt nicht die einzigen Orthonormalbasen, es gibt noch andere, zum Beispiel in R2 mit Standardskalarprodukt, hat auch die andere UNB, nämlich diese hier, 1 durch Wurzel 2, 1, 1, 1 durch Wurzel 2, 1 minus 1. Schauen wir das mal an. In der Ebene, das ist R2. Und vorher haben wir gesagt, die beiden hier, der und der, die bilden eine UNB. Okay. Und natürlich ist das nicht die einzige mögliche Wahl, sondern der hier und der hier, das sind die beiden hier, die bilden auch eine UNB. Klarerweise sehen Sie gleich, dass das dass die eine Basis bilden und die haben beide die Länge 1. Und die stehen senkrecht aufeinander. Und das ist alles, was wir brauchen. Also die bilden auch eine UNB. Das heißt, Sie müssen hier ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Freiheitsgrade. Der eine Freiheitsgrad ist, Sie können das Skalarprodukt wählen. Und wenn Sie ein anderes Skalarprodukt wählen, dann gibt es andere UNBs. Und das zweite ist aber, selbst wenn Sie das Skalarprodukt fixieren, dann gibt es immer noch mehrere UNBs. Das sehen wir hier. Das ist nämlich beides bezüglich des Standardskalarprodukts. Und ja, schauen wir uns an, wenn ich ein anderes Skalarprodukt wähle, dann sieht die Sache natürlich geometrisch ganz anders aus. Also R2 mit dem Skalarprodukt, das definiert ist, zum Beispiel so, x mal 2001 mal y. Das können wir jetzt sofort durch Hinschauen beurteilen, ob das ein Skalarprodukt ist. Weil wir der Matrix hier leicht ansehen können, dass sie positiv definiert ist. Sie ist es nämlich, weil 2 positiv ist und weil die Determinante von der Matrix auch 2 ist und deshalb auch positiv. Außerdem ist es symmetrisch, das heißt, das ist ein echtes, wirkliches Skalarprodukt. Und das hat die Basis, die ONB oder hat eine UNB oder ja, sagen wir mal Orthogonalbasis erstmal nur 1, 1, 1 minus 2. Minus 2. Das ist vielleicht ein bisschen verblüffend, denn wenn wir die jetzt hier eintragen, die sehen ganz und gar nicht orthogonal aus. Und der eine ist hier und der andere ist hier unten. Die haben einen größeren Winkel. Ja, aber das ist, weil wir hier jetzt ein anderes Winkelmaß nehmen, eine andere Sichtweise von was Orthogonalität bedeuten kann. Und naja, dass der Orthogonalitätsbegriff da eine gewisse Flexibilität bietet, ist eigentlich positiv, weil mit der kann man dann etwas Nützliches anstellen, eventuell. Wenn es da nur eine Möglichkeit gäbe, dann wären uns da ein bisschen die Hände gebunden. So ist eigentlich schön. Wir dürfen uns nur nicht davon verwirren lassen, dass wir viele Jahre lang immer nur das Standardskalarprodukt gelernt haben. Und jetzt gibt es noch ein anderes auch noch. Für das sehen halt dann die Bilder anders aus. Oh, so, und jetzt ist das nur eine Orthogonalbasis, aber keine Orthonormalbasis. Also wir können erst mal nachrechnen, ob das überhaupt eine Orthogonalbasis ist. Das ist aber sehr einfach. Müssen wir nur 1, 1 mal 2, 0, 0, 1 mal 1 minus 2 ausrechnen. Ja, das ist 1, 1 mal 2 minus 2. Das ist 2 minus 2. Das ist 0. Das stimmt. Aber es ist keine Orthonormalbasis, denn wenn ich 1, 1 nehme mal 2, 0, 0, 1 mal 1, 1, dann kommt daraus 3. Das ist nicht 1. Und beim anderen 1 minus 2 mal 2, 0, 0, 1 mal 1 minus 2, da kommt raus
Ja, machen wir es lieber langsam. 1 minus 2 mal 2 minus 2. Und das ist 2 minus, das ist 6. Das ist aber auch nicht 1. Wenn ich jetzt eine Orthonormalbasis haben will von R2 bezüglich diesem Nicht-Standard-Skalarprodukt, dann kann ich die einfach skalieren. Das geht, eine UNB ist, wenn ich diese Vektoren nehme. Und ja, was muss ich machen? Ich muss sie so skalieren, dass anschließend hier 1 rauskommt. Das heißt, ich muss sie durch Wurzel 3 dividieren, weil dann kriege ich hier einen Faktor Wurzel 3 und hier nochmal. Die multiplizieren sich zusammen zu einem Drittel. Das Drittel kürzt sich mit dem 3 ab. Also ich nehme hier 1 durch Wurzel 3 mal 1, 1 und dort 1 durch Wurzel 6 mal 1 minus 2. Und überhaupt gilt allgemein, wenn B ein Orthonormalsystem ist, dann ist durch Skalierung immer ein Orthonormalsystem erreichbar. Ich brauche das nämlich genauso machen wie in dem Beispiel. Ich nehme 1 durch Norm B mal B und lasse B durch B laufen. Das ist dann ein Orthonormalsystem. Ja, und wenn das eine Orthogonalbasis ist, dann ist das hier eine Orthonormalbasis. Muss man das groß rechtfertigen? Ja, man sollte kurz darüber nachdenken, was man da verwendet oder welche Eigenschaft man braucht, um sicherzustellen, dass die Vektoren nach der Skalierung immer noch rechtwinklig aufeinander stehen. Das heißt, wenn ich hier zwei Vektoren habe, den und den, und sagen würde, die stehen im rechten Winkel aufeinander, entweder weil das jetzt was Dreidimensionales perspektivisch gezeichnet ist oder weil es ein komisches Skalarprodukt ist. Und ich ändere die Längen, zum Beispiel mache ich den kürzer und den mache ich länger. Ja, dann ändert das am Winkel natürlich nichts. In der Skizze ist das sehr anschaulich klar. Formal ist das wieder die Linearität des Skalarprodukts. Denn wenn Sie x, y gleich 0 haben, dann haben Sie natürlich auch Alpha x Beta Y gleich 0 für alle Alpha und Beta, denn das ist ja Alpha Beta XY. Ja? Also die Linearität des Skalarprodukts erlaubt es uns, in einem Orthogonalsystem alles irgendwie zu skalieren nach unseren Wünschen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass dadurch die Orthogonalität verloren geht. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar unendlich dimensionale Beispiele. Was war das jetzt? Das dritte oder? Ne, vierte. Sie erinnern sich an den Standard-Hilbert-Raum L2, der definiert war als die Menge aller Folgen. Rn, für die gilt die Summe n Quadrat ist konvergent. Und da hatten wir das Skalarprodukt, ich schreibe es auch nochmal an, anbn, Summe n von 0 bis unendlich anbn. So, fällt uns dazu eine Orthogonalbasis ein? Ich glaube nicht, denn das ist einer der Vektorräume, für die wissen wir überhaupt gar keine Basis. Wir wissen zwar aus dem ersten Semester, dass jeder Vektorraum eine Basis hat, aber das heißt ja nicht, dass wir für jeden Vektorraum die Basis dann auch angeben können. Und das hier ist eines der Beispiele, wo wir das nicht können. Wir wissen nicht, was die Basis ist oder wir kennen keine Basis. Und wenn wir überhaupt keine Basis kennen, dann können wir natürlich erst recht keine Basis kennen, die die zusätzliche Eigenschaft hat, dass alle Basiselemente aufeinander senkrecht stehen. Aber man kann ein Orthogonalsystem angeben, also die Elemente oder die Folgen
die denn ja die quasi die Rolle der Einheitsvektoren spielen, unendlich lange Einheitsvektoren. 0, 0, 0, 0, dann einmal eine 1 und dann 0, 0 und bis in alle Ewigkeit lauter Nullen. Diese Folgen bilden miteinander ein Orthonormalsystem. Aber eben keine Orthonormalbasis. Und der Grund war, nochmal, um das nochmal hervorzuheben, weil das oft und gerne übersehen und vergessen wird, dass wir bei einer Basis brauchen, dass jeder Vektor des Raums dargestellt werden kann als Linearkombination der Basiselemente, wobei in einer Linearkombination immer nur endlich viele Elemente, endlich viele Basiselemente verwendet werden dürfen, auch wenn die Basis eventuell unendlich ist. In jeder einzelnen Linearkombination dürfen nur endlich viele auftreten. Und das heißt, alle Linearkombinationen, die ich von diesen Vektoren hier bilden kann, das Einzige, was ich da kriege, sind Folgen, die ab einem bestimmten Index 0 sind, nur noch Nullen haben. Und dieser Raum enthält aber noch andere Sachen, zum Beispiel 1 durch n plus 1. Diese Folge hier ist auch ein Element von diesem Raum, denn für die wissen Sie wahrscheinlich aus der Analysis, dass die Summe von 1 durch n Quadrat konvergiert. Okay, das heißt, die spielt damit, aber die hier, die bilden nur einen Unterraum, einen echten Unterraum. Und also das nochmal zur Erinnerung. Nehmen wir noch einen anderen unendlich dimensionalen Raum. V gleich der, und zwar nehmen wir die stetigen Funktionen, also nehmen wir sie mal jetzt von minus 1 plus 1 auf dem Intervall definiert, und zwar mit dem Skalarprodukt, das wieder dieses Integral ist, also diesmal jetzt in diesen Grenzen und ohne Gewichtsfunktion von t, g von t dt. Und da ist man natürlich erst recht keine Basis, das ist ja noch ein viel ärgerer Raum. Aber vielleicht können wir ein paar Elemente finden, die zueinander orthogonal sind. Wir hatten schon gesehen, Sinus und Cosinus stehen bezüglich dieses Skalarprodukts aufeinander senkrecht. Und im Skript habe ich noch ein paar andere Funktionen hingeschrieben, die auch ein Orthogonalsystem bilden. Mag ich nicht abschreiben, deshalb habe ich sie hier jetzt aufgeschlagen. Also diese Funktionen hier 1, 2, 3, 4 sind so Polynomfunktionen, die bilden ein Orthogonalsystem. Das heißt, die spannen auch einen Unterraum auf von der Dimension 4 und für diesen Unterraum bilden die eine Orthogonalbasis. Ja, jetzt stellen sich wieder zwei Fragen. Erstens, warum? Und zweitens, wie kommt man drauf? Die Frage, warum, die ist leicht zu beantworten, weil Sie müssen einfach nachrechnen, je zwei von denen da einsetzen als f und g und gucken, dass da 0 rauskommt. Und nehmen Sie zum Beispiel das erste und das zweite. Dann hätten Sie also, ich schreibe es nochmal ganz frech so, das ist das Integral von minus 1 bis 1, x dx. Das ist ein halb x Quadrat in den Grenzen von minus 1 bis 1. Also das ist ein halb minus ein halb. Das ist 0. Und für die anderen, ja, dann gehen Sie alle Paare durch und stellen fest, ja, das sind immer nur Polynome, die können Sie leicht integrieren. Und es kommt immer 0 raus. Die andere Frage ist, wie habe ich die gefunden? Das werden wir dann in Kürze besprechen. Und dann werden wir sehen, dass es dann nicht nur diese vier gibt, sondern dass man dann noch beliebig viele weitere dazu konstruieren kann. Nun, das ist sehr nützlich. Aber erstmal zeige ich Ihnen noch ein anderes Orthogonalsystem. Dieses hier nämlich. Wenn ich, wir hatten schon das als Beispiel gesehen, dass hier Sinus und Cosinus senkrecht aufeinander stehen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn ich die Sinusfunktion mit einem ganzzahligen Vielfachen das Argument skaliere und bei Cosinus auch, dann kriege ich ganz viele Funktionen, nämlich ja unendlich viele Funktionen, so Varianten von Sinus und Cosinus, die so ein bisschen gequetscht sind
um einen Faktor 1, 2, 3, 4, 5. Und für diese Funktionen kann man auch zeigen, dass je, wenn Sie je zwei von denen nehmen, zwei verschiedene, die sind auch senkrecht aufeinander. Das ist jetzt natürlich auch wieder nicht offensichtlich, das müsste man nachrechnen, das tun wir hier nicht. Würde man wahrscheinlich durch Induktion zeigen, Induktion nach n, dass die alle paarweise senkrecht aufeinander stehen bezüglich dieses Skalarprodukts. Das heißt, dass das ist ein Orthogonalsystem. Okay, und jetzt ist die Zeit schon wieder aus. Das nächste Mal zeige ich Ihnen dann noch etwas, noch ein weiteres Beispiel und dann einige weitere Eigenschaften von Orthogonalsystemen. Bis hierher danke fürs Zuhören und tschüss.